In der chilenischen Atacama-Wüste ist Lateinamerikas erste thermische Solaranlage eingeweiht worden. Sie besteht aus hunderten Spiegeln, die das Sonnenlicht auf eine Turmspitze bündeln. Dort wird geschmolzenes Salz erhitzt, das in großen Tanks gelagert und zur Stromerzeugung durch eine Dampfturbine verwendet wird, unabhängig von Tag oder Nacht. Gemeinsam mit der angrenzenden Photovoltaikanlage hat das Kraftwerk eine Leistung von 210 Megawatt. Chile will bis 2040 aus der Kohleverstromung aussteigen und bis 2050 klimaneutral sein.